Okay, Leute, willkommen, herzlich willkommen. Es ist jetzt Folge 3 mittlerweile. Ja, die Quarantäne setzt uns doch schon wirklich zu. Und das Gute daran ist, ich lerne immer weiter Leute kennen, neue Leute kennen aus dem Internet. Ganz Fremde, die sich vor mir vorstellen und gerne Podcast drehen wollen. Was natürlich eine gute Sache ist. Damit überbrücken wir die Zeit und wir erfahren auch von jeder Hinsicht ein bisschen, ja, wie die Saison 19/20 verlief. Und heute mit Köln. Aber nicht ganz mit einem Kölner, der jetzt wirklich so waschecht aus Köln kommt, sondern eher so aus einem anderen Eck Deutschlands, was man halt gar nicht erwartet. Aber ja, er wird es euch gleich selber vorstellen. Wir werden natürlich über die Saison reden, auch wahrscheinlich vielleicht über den Klassenerhalt, da ich denke, und habe ich schon oft gesagt, Kölner werden es wahrscheinlich, ja, durch sein und vielleicht sogar über Europa, Alter. Denn er hat mir gesagt, auch ein paar Freunde hat es getroffen, Köln-Fans geworden, da Europa passiert ist. Ja, aber ich denke mal, Henry stellt sich einfach kurz selber vor und ja, dann quatschen wir ein bisschen über den ersten FC. Genau, erstmal danke, dass ich hier mitmachen darf und da meine eigene Meinung ein bisschen kundtun darf. Ich bin Henry, ich wohne am Bodensee. Ganz im Süden von Deutschland, 600 Kilometer sind es ungefähr bis nach Köln. Shoutout an Baden-Württemberg, Alter. Genau. Die Gang, ja, es, hier. Es kam bei mir eigentlich 2011 zu der Liebe zum FC, sage ich mal. Es war der erste Abstieg für mich, wo ich so mitbekommen habe. Mein Cousin war da oder ist Köln-Fan und hat mich dann mitgenommen nach Freiburg. Freiburg war immer ein hartes Pflaster für uns. Und dann war das praktisch das letzte Auswärtsspiel in der Saison 11/12. Und auch unter anderem im das letzte Spiel, wo Podolski getroffen hat für den FC. 4-1 verloren, wir sind abgestiegen und praktisch aus diesem, ja, wir wollen es den Leuten jetzt mal zeigen und darum unterstütze ich jetzt den FC. Und aus diesem, sage ich mal, aus dieser Trauer von den anderen Leuten bin ich dann FC-Fan geworden, genau. Ja, aber ich meine jetzt aus dem Eck, wo du herkommst, ja, gibt es genug Vereine, also mal ganz ehrlich, ne? Ja, klar, definitiv. Ja. Du bist Schwabe durch und durch, der VfB ist da, warum nicht VfB Stuttgart-Fan geworden? Ich hatte persönlich nie den Bezug dazu, also der VfB Stuttgart ist ja, geht auch mehr so dann in die nördliche Richtung von Baden-Württemberg. Oder Freiburg. In Sachen. Ja, und bei uns ist dann mehr, so sag ich mal, Freiburg, das hört man auch am Dialekt. Und der SC Freiburg ist natürlich, sag ich mal, mein Lieblingsverein Nummer 2, wie so bei so vielen Leuten. Okay, total okay. Sympathisch. Verstehe. Aber der FC hat mich irgendwie angefixt, dieses Ganze, ja, in Köln. Ja, ja, definitiv. Ja, toll, Alter. Also ich habe, muss ich sagen, da bist du doch einer der wenigen, die ich getroffen habe, die von so weit herkommen und ein Fan eines anderen Vereins sind. Normalerweise sind es immer so, ja, ich bin aus Berlin, aber bin Bayern-Fan. Das verstehe ich dann absolut gar nicht, Leute. Dann denke ich mir auch so, hey, support doch einfach your local club. So, was ist daran so schwer? Und ich meine jetzt Union, ja, und Hertha, also beide in der ersten Liga, hallo. Dann Bayern-Fan sein. Aber gut, jedes sei natürlich. Ja, und Köln ist ja in einer Mannschaft, die, sage ich mal, auch ja einer der größten Traditionsvereine in Deutschland sind. Also, ne? Also wenn wir hier die Statistiken mal zeigen, Digga, dreimal deutscher Meister, viermal Zweitligameister, viermal deutscher Pokalsieger. Ja, das ist eine Mannschaft, die eigentlich direkt immer in der ersten Liga sein sollte. Aber die letzten Jahre wurden ja schon auch ein bisschen immer schwerer. Auch als Podolski dann gegangen ist, dann hat man ja so quasi, ja, die Ikone aller Ikonen verloren in den letzten Jahren. Du wurdest ja aber auch Fan oder warst immer noch Fan, als er noch gespielt hat. Wie fandst du denn so seinen Abgang früher, als er wegging und sagen wir jetzt Richtung England erstmal Deutschland verließ? War das so verständlich, dass man Köln verlässt und eine neue Aufgabe sucht oder fandst du es absolut bescheuert? Ja, in erster Linie muss man ja sagen, der war noch ein bisschen jünger wie jetzt, ein paar Jahre jünger, da will er natürlich schon noch was in seiner Karriere erreichen. Natürlich war bei Arsenal jetzt auch, waren die Spieler drumherum jetzt auch nicht die allerschlechtesten, das muss man auch ganz klar sagen, aber man kann es ihm jetzt auch nicht verübeln. Aber wir müssen mal ganz kurz festhalten, dass Arsenal trotzdem nichts gewinnen kann. Also, ja, klar, Liebe, das kommt natürlich hinzu. Aber ich denke, wenn man die Möglichkeit hat, bei so einem Verein in England zu spielen, dann nimmt man das auch wahr. Und die zweite Liga, ich weiß auch nicht, ob es ein Budgetproblem war, weil gerade zu der Zeit hatte ja Köln auch extreme Probleme mit dem Geld und finanzielle Probleme. Wir hatten teure Spieler, die extrem alt waren, die einfach preis-leistungstechnisch überhaupt nicht in den Verein gepasst haben und zu der Philosophie. Und von daher hat man sich halt dann von Podolski getrennt. Und ich glaube auch, dass Podolski, dass sein Herz einfach geblutet hat, wo er gehen musste, sag ich mal, weil der Verein hat einfach entschieden, da muss jetzt neuer Wind her.
Ja. Und man hat es ja auch dann auch gesehen in der Saison drauf, also wo dann praktisch der FC das erste Mal in der zweiten Liga wieder gespielt hat, seit 2007 oder 2008 oder so, dass da wirklich ein Umbruch stattfand. Da waren, glaube ich, 45 Transfers, eigene Jugend wurde hochgezogen, unter anderem ja dann auch ein Hector, der dann hier vorkam. Was ich jetzt persönlich finde, was gar nicht so schlecht war, weil wenn man immer an den alten Spieler dann festhält und versucht dann mit Krampf aufzusteigen, dann sagt man lieber, okay, wir bleiben noch mal ein Jahr drin, haben vielleicht ein bisschen jüngere Spieler, aber haben vielleicht dann eine höhere Perspektive, später einfach auf längere Sicht erfolgreich zu sein. Das hat sich auch ausgezahlt dann irgendwann. Ja, aber Digga, was ich mir mal frage, wieso hat man es nicht wieder geschafft, ihn zu holen? Ich glaube, der hätte schon Bock gehabt, auch zurückzukommen und zu spielen. Definitiv. Das, klar, ich mag jetzt vielleicht sagen, das wäre vielleicht nicht der größte sportliche, ja, irgendwie Effekt gewesen, wenn er jetzt kommen würde und irgendwie spielen sollte, aber es wäre einfach, glaube ich, so wie, als ob Pizarro bei Werder Bremen oder bei Bayern München, weil es genau das, der gleiche Effekt haben. So, warum hat Köln nie geschafft, seinen Jungen wieder zurückzuholen? Ja, also ich glaube, jetzt wäre die Möglichkeit da gewesen, jetzt ist er halt zu Antalyaspor gegangen. Ich war auch erst vor kurzem, also ich glaube vor einem Monat ungefähr, war ich in der Türkei, in Antalya. Der Hype ist natürlich riesig, die Leute raschen komplett aus, wenn Podolski kommt. Ich weiß nicht, was jetzt genau den FC dazu bewegt hat. Ich denke, finanziell hätte man es sich bestimmt können leisten, weil das Gehalt, wo er jetzt bezieht, ist sicher nicht mehr so hoch wie vor ein paar Jahren. Der braucht das Geld eh nicht, Leute. Der hat Mangal-Döner. Ja, klar, das nicht. Also Rente ist sowieso gesichert. Ich weiß nicht, also ich glaube, jetzt war es eine rein sportliche Entscheidung, weil wenn du Podolski da hast, dann erwarten natürlich auch die Leute, Podolski, der muss spielen. Ja. Klar wäre er natürlich für die eigenen Jungs und für die jungen Spieler brutaler Gewinn gewesen, auch von der Erfahrung und von allem. Aber ich denke einfach, unterm Strich war es eine sportliche Entscheidung und man sagt lieber, okay, wir holen den Podolski jetzt halt nicht, es tut uns leid, aber wir wollen uns halt sportlich jetzt wirklich mal auf die Leistung orientieren und das wäre auch ein typischer Köln-Transfer gewesen, sage ich mal. Ja, verständlich. Also wirklich immer die Stars holen, die eigentlich schon ihre besten Tage gesehen haben, haben wir ja öfter gesehen und die dann im Endeffekt ein zu hohes Gehalt beziehen und die Leistung einfach nicht mehr bringen und darum finde ich die Entscheidung vielleicht gar nicht so schlecht. Weil ich aber meine, du könntest dir vorstellen vielleicht, dass er irgendwann mal jetzt nicht als Spieler bei Köln ist. Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass er auch irgendwie als Clubbotschafter oder was das da zum Beispiel mit Klose der Fall sein wird, Pizarro war es, glaube ich. Pizarro wird ja als Markenbotschafter von Bayern, habe ich so gelesen. Sowas in der Art könnte ich mir definitiv vorstellen. Oder ein Jugendtrainer von der U19, weil die Jugend von Köln steht auch extrem gut da. Die U17, U19 sind beide erster Platz in der Regionalliga, in der Bundesliga West. Das ist eigentlich krass, was da geht in der Jugend. Und wenn man dann schafft, so einen einzubinden in den Verein, das werden die auch schaffen. Und dann ist das auf jeden Fall ein Riesengewinn für den Verein, auch wenn es kein Spieler, auch wenn es nicht im Spielbereich ist. Ja, definitiv. Leute, wie viel Bock habt ihr auf Podolski? Lass mich mal gerne in den Kommentaren wissen, Alter, ob der in Zukunft mal doch zurück zu den Kölnern kommen soll oder nicht. Aber kommen wir mal, bevor wir in die neue Saison, also in die aktuelle Saison reinkommen, ihr habt ja als Absteiger doch schon, also in der letzten Saison, doch ein klares Ziel gehabt, und zwar den direkten Wiederaufstieg, ne? Und ihr habt euch auch gut in der zweiten Liga behauptet, so ist mal. Und jetzt seid ihr halt wieder da und am Anfang, naja, also hat es schon gestrauchelt und man dachte, okay, Köln ist jetzt diese typische Fahrstuhlmannschaft geworden. Ja. Das war halt meine Frage zu früher. Warum ist dieser Effekt so vorgekommen? Ist das ja immerhin, oder dieses nicht an Spieler festhalten können und dadurch zu einer Fahrstuhlmannschaft werden, war das dieser Prozess? Oder wie sieht es, oder von deiner Seite aus als Fan, was für Schritte oder was für Wege oder welche Spieler sind gegangen oder was Sachen sind passiert, damit Köln jetzt da ist, wo sie stehen? Und zwar leider auch ein bisschen eine Fahrstuhlmannschaft halt, ne? Ja, für mich hat es eigentlich angefangen, also wie gesagt, die Saison 11-12, wo ja Köln abgestiegen ist, da waren sie ja dann ein Jahr in der zweiten Liga, haben den direkten Wiederaufstieg ja nicht geschafft, waren, glaube ich, vierter Platz und sind danach erst wieder aufgestiegen. Da hat es für mich eigentlich so angefangen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt haben wir einen Cut gemacht, jetzt geht es von neuem, sage ich mal, los. Dann kam ja unter anderem, es wurde ja mit Stöger der Aufstieg gefeiert, dann war Schmadtke ja Sportdirektor oder wurde dann, glaube ich, Sportdirektor. Ich weiß gar nicht, ob er bei dem Aufstieg auch schon war, da will ich meine Hand nicht für ins Feuer legen. Da hat man ein gutes Duo gehabt, die halt diesen Verein auch anständig geführt haben und da hatte man das erste Mal das Gefühl, wieder seit langen Jahren, okay, wir sind kein Karnevalsverein, weil wenn wir erfolgreich sind, sind wir gerne ein Karnevalsverein. Wenn es einmal nicht so läuft, hört man das eher nicht so gern. Und dann hat man es eben geschafft, sich für Europa zu qualifizieren.
beziehungsweise ist nach dem Aufstieg 2014 eben, hat man es geschafft, sich erstmal in der Bundesliga wieder zu etablieren. Hat dann den Spieler auf jeden Fall festgehalten und hat auch die eigenen Talente natürlich auch ein paar verkauft, wie zum Beispiel Janik Gerhardt, der jetzt bei Wolfsburg spielt. Und hat dadurch wieder Einnahmen generiert und dann, wo man sich für Europa qualifiziert hat, hat eigentlich das Gute so sein Ende gehabt, meiner Meinung nach. Und es wurde einfach auch, es war einfach vieles auch zu euphorisch. Also man hatte das Gefühl, wenn man den FC verfolgt hat, auch in der Transferperiode, es wird blind drauf losgekauft. Den Cordoba hat man für 17 Millionen gekauft. Ich könnte wetten, dass man ihn auch billiger bekommen hätte. Das war nach dem Motto so, ich rufe meinen Mainz an. Was wollt ihr dafür? 17 Millionen nehmen wir. So, das war für mich einfach nicht schlüssig. Dann hat man auch viele Spieler geholt, wie zum Beispiel jetzt auch ein Bader, der damals kam von Karlsruhe SC, der nie eine Rolle gespielt hat. Ein Hauptmann, der immer noch keine Rolle gespielt hat, wirklich beim FC. Ein Janus Horn, der mittlerweile wieder an Hannover verliehen ist. So hat man natürlich es auch wieder geschafft, viele Spieler zu holen, die eigentlich keine direkten Verstärkungen waren, die eigentlich mehr so die Breite auffüllen sollten, aber die das Niveau auch nie wirklich gespielt haben. Und dann, ja, wir müssen aber sagen, Shoutout an Cordoba, Alter, der hat es aber trotzdem geschafft. Ja, definitiv. Ne? Also ich glaube, jetzt ist mittlerweile auch die 17 Millionen gerettet. Ja, oder? Mittlerweile ist gerettet, aber es war ein harter Weg auf jeden Fall. Der konnte ja kein Wort Deutsch, so gefühlt. Und viele haben natürlich immer noch als Modestersatz gesehen. Und ich bin auch der festen Meinung, dass man damals, wo man Cordoba geholt hat, und hat man noch nicht damit gerechnet, dass man Modest verkauft. Weil normalerweise sollte der Cordoba ja die Ergänzung zu Modest sein. Also er macht die Vorarbeit und Modest schließt eiskalt ab. So war das meine Sicht. Und dann hat man den Modest eben verkauft, für gerade nicht wenig Geld, sag ich mal. Mit dem Geld hat man dann einfach zwar viele Spieler geholt, aber Spieler, die A, viel zu teuer waren für ihre Leistung, und B, die einfach noch gar nicht die Erfahrung hatten, in Europa League oder beziehungsweise diese hohe Belastung einfach zu fahren. Weil wenn man in der Europa League spielt, braucht man einen breiten Kader, einen Kader, der natürlich ein bisschen Erfahrung mitbringt und wo man auch viel kompensieren kann. Und wenn es dann schon Obwohl mal... Obwohl ich dann immer sagen muss, ja, also es kommt immer drauf an. Mhm. Also du kannst natürlich, wie jetzt, wo ihr gerade eben steht. Ihr steht kurz davor, es ist zwar jetzt noch nicht da, aber es kann sein, wenn die anderen wirklich reinkacken oder auf gut Deutsch reinscheißen und die Kölner halt durchkommen und sind auf einmal auf dem sechsten Platz und jeder wundert sich, okay, wie schnell geht das denn, Alter? Vom Abstieg bis Europa. A, ist es halt die Bundesliga, aber B, denke ich mir, ja, aber diese finanziellen Mittel, die dir dann gewährt wären, klar, in Europa League kriegst du auch nicht so viel. Das war mal, wo ich gesehen habe, mit dem Topf, wie viel Europa League und wie viel Champions League, das war gewaltig, also ein gewaltiger Unterschied, wie viel da an Summen kommen. Also da reden wir wirklich nur von Millionen und in der Champions League sind da schon im Milliardenbereich. Ja, aber ist Europa wirklich gleichzeitig auch für einen Verein, egal wer, das Ende, wenn das jetzt nicht DFB-Pokal, Bundesliga und Europapokal stemmen kann? Ich weiß nicht, also es kommt natürlich drauf an. Also bei uns war das Riesenproblem zum Beispiel, wir haben uns qualifiziert, 16-17, haben eine klasse Saison gespielt, haben dann einige Spiele auch verloren, unter anderem ja auch Modest. Und ich hatte einfach den Eindruck, in die Vorbereitung für die Saison 17-18, wo man in Europa League gespielt hat, hat man es einfach gnadenlos schleifen lassen. Also man hat es gemerkt, die Spieler waren nicht fit, die konnten nicht rennen, die waren nach 70 Minuten kaputt, also als hätte man im Sommer einfach wenig gemacht oder bis gar nichts gemacht. Und dann kommt es noch hinzu, dass du natürlich jeden Donnerstag oder oftmals unter der Woche noch spielen musst. Und das hat einfach nicht zusammengepasst. Dann läuft es in der Liga nicht, dann läuft es vielleicht bei den ersten paar Spielen nicht, man kennt es, man ist im Negativstrudel drin. Es kommen vielleicht noch ein paar Fehlentscheidungen vom Schiedsrichter und schon steht man da. Und dann spielst du auf einmal bei Arsenal London auswärts, hast Fans dabei, 20.000, aber stehst in der Liga auf dem letzten Platz. Das war aber wild, Mann. Die ganzen Storys, die ich gesehen habe, das war absolut krass, Mann. Also ich glaube, so Fans sehen dann auch die Engländer in Londoner zum ersten Mal. Also aus Deutschland denken sich, okay, jetzt kommen irgendwelche Affen hierher oder so. Und dann hauen die sowas raus. Also schon geil. Wir haben aber auch lange gelitten, muss man auch sagen. Also, ja, ist klar. Ja. Aber hey, glaub mir, ich glaube, der eine oder andere hat dann doch... fand er es schön, dass man Europa gespielt hat. Ja, definitiv, also, klar. Das vergisst man dann auch nicht. Ich hatte dieses Riesen-Podcast mit diesem Fanbeauftragten von Nürnberg, der ältere Herr, und der hat mir gesagt, Alter, der hat einen Kumpel und dem kann man einfach, der hat einfach nur gesagt, Digga, wenn Man City nicht diese Kohle angenommen hätte, dann hätte er niemals Champions League, Premier League, diese ganzen Titel hätte er niemals gesehen. Also Champions League nur von der Teilnahme her. Und er hat gesagt, ich würde das jedes Mal wieder machen, diesen Schritt. Geld
quasi in den Verein, um einfach nur Europa zu erleben. Einfach nur mal zu veranschaulichen, was Europa für Fans sind. Also das ist schon krass, was man da für Erfahrungen auch sammelt. Und ja, die Spiele, muss man sagen, sind einfach nur Abenteuer, wenn man auswärts mitfährt. Ja, klar. Ja, das sind auch immer Spiele für sich. Ja, aber schauen wir mal ganz kurz den Start an, dieser Saison, obwohl er eigentlich knapp anfing, so mit diesem 3-2-Sieg gegen Wien Wiesbaden war das, genau. Elfmeterschießen sogar, glaube ich. Ja, genau, war relativ knapp Angelegenheit. Damals sehr, sehr knapp. Genau, unter dem guten Achim. und dann kam halt die Bundesliga, fand ich ja irgendwie voll gar nicht am Start. Also Wolfsburg verloren, gleich gegen Köln, gegen Dortmund gutes Spiel gezeigt, aber auch verloren. Gegen Freiburg dann der erste Sieg. Glückwunsch, Alter, war bei dir in der Nähe. Nach 20 Jahren wird es auch mal wieder Zeit, in Freiburg zu gewinnen. Ja, ja, aber dann auch ging es los. 1-0 gegen Gladbach, 4-0 jeweils gegen Bayern und gegen Hertha, 1-1 Köln. Weißt du, was hat am Anfang so deiner Meinung nach gefehlt? Klar, später gab es diesen Wechsel von Bayer Lotze auf Gisdol, aber lassen wir mal die Trainer außen vor oder schauen wir uns mal an, was haben den Trainer unterschiedlich gemacht? Was siehst du da, wo der Unterschied lag? Also ich denke, wir mussten ja aufsteigen. Also wenn wir nicht aufgestiegen wären, wäre Skandal, vor allem mit dieser Truppe. Ja, wir sind ja auch nicht aufgestiegen, sage ich mal. Ob es jetzt souverän war, kann man definitiv drüber streiten. Also es war halt ein Muss-Aufstieg, also, man hat auch gemerkt, die Spieler freuen sich jetzt nicht so, als ob sie jetzt irgendwie in Europa einziehen, aber war ja auch verständlich. Ja, und was ist souverän? Also schauen wir uns mal den HSV und VfB an, also bei aller Liebe. Mit ihrer Truppe müssen die Erster sein und nicht Arminia Bielefeld. Und dann verlieren die zu Hause oder gegen Mannschaften, wo du denkst, okay, die hauen die 3-0 weg. Aber da merkt man also, halt auch, dass die zweite Liga qualitativ immer besser wird. Ja, oder am Ende halt Aufstieg ist Aufstieg, scheißegal wie, Alter. Das haben wir jetzt auch gedacht. Ja, und dann war ja Bayer Lorzer da. Also es war ja praktisch so, dass der Pavlak die Saison zu Ende geführt hat, der ja eigentlich interimsweise dann das Ganze noch gemacht hat. Der Anfang wurde ja kurz vorm fixen Aufstieg praktisch noch gekündigt. Woher kam dieser Bayer Lotze? Der Bayer Lotze, der kam von Regensburg, von Jan Regensburg. Ah, genau. stimmt. Und der wollte ja ein ganz neues Spielsystem und gemeinsam mit Armin Feder, weiß ich was, brutal hohen Angriffsfußball spielen und brutal hoch anlaufen, breit gespielt. Ich meine, vom Prinzip war das definitiv nicht schlecht, aber wenn man mal sieht, wenn man die Spieler im Trainingslager, ich war auch im Trainingslager, die waren bei uns hier in Donaueschingen am Bodensee, wenn man mal sieht, wie man die Spieler im Training, die waren echt kaputt danach, also die waren kaputt gespielt, die konnten auch nicht mehr, die haben eine Formation, die haben eigentlich das gesamte Trainingslager eine Formation geübt, die eigentlich der Mannschaft gar nicht liegt, weil wir haben einfach nicht die Spieler dazu gehabt, um das zu realisieren, was er umsetzen wollte. Und also es ist eigentlich das Typische gewesen. Trainer kommt mit seiner Philosophie, aber es ist nicht umsetzbar. Er realisiert halt nicht, dass er eben die Spieler nicht dafür hat. Also das sieht man auch oft bei dieser 3-5-2-Formation. Ja. Wenn die Trainer nicht realisieren, dass ihr Außenverteidiger oder eben in dem Fall Außenmittelfeld, Außenverteidiger und Außenflügelspieler nicht genügend Ausdauer hat. Und die spielen trotzdem die 3-5-2. Und er packt es nicht jedes Mal mit nach hinten zu kommen. Und dadurch fehlen die ganzen Mannschaften. Dann war ja praktisch die Vorbereitung und man ist natürlich dann so in die Saison gegangen mit dieser Formation, mit diesem wirklich sehr hochstehenden Pressing und immer gleich drauf. Das reißt natürlich brutale Lücken und es gibt natürlich auch Mannschaften, wie zum Beispiel Wiesbaden, die jetzt nicht die allerhöchsten Qualitativspieler haben, sage ich mal, aber die vielleicht auch ein paar schnelle Spieler im Team einfach haben. Das gibt ihnen einfach Möglichkeiten und Räume und dann hat man halt direkt gesehen, okay, man strauchelt im Pokal, man ist vielleicht sogar hinten und da sollte man eigentlich locker gewinnen und Wiesbaden war damals, glaube ich, letzter Platz in der zweiten Liga oder so. War ja eigentlich auch ein unglückliches Los, kann man wieder sagen, dass man direkt eine Profimannschaft so richtig zieht und keine Amateurmannschaft. Aber dennoch... Wobei das besser ist, glaub mir. Kann besser sein, ja. Alter, wer Saarbrücken war doch jetzt, ist jetzt durch. Genau, also bei aller Liebe, Alter, Saarbrücken. Und davor war es gegen Union Berlin auch eine Mannschaft, No-Name-Mannschaft, hat niemand gehört. Also da denke ich mir immer so, okay, aber dann lieber eine Profimannschaft, als jetzt, dass jetzt jemand hier irgendwie Geschichte schreibt, durch den FC Köln, durch, mit Anfang, Alter. Nee, und dann... Dann meiner Meinung nach hat es dann alles so seinen Lauf genommen. Dann verlierst du vielleicht das erste Spiel, hast eine brutal schwere Anfangsphase gehabt in der Saison. Also ich würde echt sagen, das war einfach die
es waren die schwersten Gegner, die man eigentlich nur haben kann als Aufsteiger, ohne da als Mimimi zu machen sechs oder so. Spiele, aber es war Alter. Wirklich. Nee, absolut recht. Die ersten sechs Spiele, du hast Bayern, Gladbach ja, und Dortmund also, drunter. Also schlechter kann man es eigentlich nicht erwischen, sag ich mal. Und dann kommst du in einen Negativstrudel rein. Und dann läuft es nicht. Du spielst eine Formation, wo die Spieler nicht mehr klarkommen. Die Spieler akzeptieren den Trainer vielleicht auch nicht mehr, hören nicht mehr auf den Trainer, machen einfach, was sie wollen. Und dann war es klar, dann muss da ein Wechsel her, weil sonst wären wir sang- und klanglos abgestiegen, klar. Ich muss aber sagen, positiv, dass das frühzeitig kam. Ja, definitiv. Ihr seid das beste Beispiel, was vielleicht dem Werder Bremen passieren könnte. Mhm. Oder hätte passieren können. Weil ich habe auch gedacht, Digga, also Bayer Lutzer, muss man auch sagen, ist ja kein schlechter Trainer, so, weißt du? Und auch persönlich ist er wahrscheinlich ein guter Mensch und. Aber man muss da immer unterscheiden zwischen, was ist das Beste für die Mannschaft und was ist das Beste für den Trainer. Mhm. Und in dem Fall war das Beste, einfach auseinanderzugehen, sowohl bei Köln als auch bei Werder Bremen zwischen Kofeld. Und ich glaube, das hat man halt perfekt gesehen, weil davor... lass mich nicht lügen, ihr habt gegen Paderborn 3-0 gewonnen, genau, und dann gab es 1, 2, 3, 4, 5 Niederlagen und ein Unentschieden gegen Augsburg, also, und ich weiß nicht, ob dieser Unentschieden gegen Augsburg sogar mit Gisdol schon irgendwie verbracht wurde. Nee, das war noch unter Bayern. Union auch, ja, okay, und dann mit Leverkusen hat es wahrscheinlich genau, angefangen, Leverkusen oder? War praktisch der Auftakt, sage ich mal, für das Ganze. Ja. Und dann hast du halt neuen Trainer und dann auf einmal Leverkusen schlägst du, Frankfurt schlägst du, Bremen schlägst du, Wolfsburg schlägst du und ja, verlierst leider 5-1 gegen BVB, aber das ist halt immer die Spiele, wo man sagen kann, okay, ja, kann man mal verlieren. Aber ja, hast klar. Ja, aber hast 12 Punkte von 15 geholt, weißt du? Und dann denke ich mir so, warum geht das nicht bei Werder Bremen rein, dass man sich hätte auch vielleicht am 50. Spieltag trennen sollen und dann diese Trend halt mitnehmen also können. Aber ist halt auch immer dahin geredet, warum das, warum dies, warum das nicht. Ich denke, einen riesen Anteil hat er einfach auch, aber Armin Fee. Also, ohne ihn da jetzt anzugreifen oder so, aber ich denke einfach, er hat auch nicht zum FC gepasst, er hat das nicht so gelebt, wie jetzt zum Beispiel Horst Held. Held ist natürlich ein gebürtiger Kölner und der Fee, das war halt meiner Meinung nach einfach ein Söldner. Der hat nicht gewusst, was er machen soll in seiner Rente und Der ist ja auch, ich verstehe nicht, der ist ja Stuttgart gewesen und was macht ja, der jetzt dann wieder in Köln? Frankfurt, weißt du, so, und dann wieder Köln und strauchelt da irgendwo, hat überall seine Finger so ein bisschen drin. Und Feisch hat einen Trainer, der hat gesagt, ein Sportdirektor oder Geschäftsführer hat gesagt, hier, ich setze mich auf die Tribüne, ich mache nichts. Zwei Spieltage später saß er auf einmal auf der Bank, dann saß er wieder auf der Tribüne und hat da so ein bisschen seine Finger überall drin gehabt. Und ich denke mal, das Grundvertrauen zum Trainer war von ihm auch schon mal gar nicht gegeben, weil man hat es ja auch gesehen, er hat ein Problem im Vorstand gehabt. Der Vorstand kann man drüber streiten, ob es jetzt der richtige war oder nicht damals. Ist jetzt ja auch ein neuer da. Aber er hat auf jeden Fall gleich ein Problem gehabt mit dem Trainer. Ein Vertrauensproblem. Und der Trainer hat ihm nicht mehr vertraut. Ist ja klar, wenn man versucht, beim Trainer irgendwie die Formation zu verändern oder so zu spielen, wie man selber denkt. Ja, und ich glaube, in so einer Position wie Held oder Fee oder scheißegal wer, musst du der größte Fan des Vereins absolut, sein. Absolut, direkt, musst, ja, ja. Also wenn du nicht Fan des Vereins bist, dann ja, ist das alles nur aus wirtschaftlicher Ebene zu sehen und gar nicht so zum Wohle des Vereins. Ich meine, die Transfers, wo er getätigt hat, schlecht war es jetzt im Endeffekt vielleicht nicht so ganz, aber ja, also ich fand's zwar gut, wie er sich zum Teil auch zu gewissen Dingen direkt geäußert hat und auch oft mal die Meinung der Fans vertreten hat, aber unterm Strich war einfach das keine Liebe, muss man einfach sagen. Und das brauchen wir einfach in Köln. Wie überraschend kam das für euch, dass das auf einmal durch die Decke geht? Meinst also, mit Gisdol und so? Genau. Gisdol kommt und nimmt mit Horst Held jetzt hier die Führung und dann geht es auf einmal wirklich los. Also ich glaube, keiner hat damit gerechnet. Es war ja so, dass Gisdol im HSV bei Hoffenheim tätig war, jetzt nicht die allergrößten Erfolge zu verzeichnen hatte. Ich glaube, den HSV hat aber gerettet, auch wenn es am Anfang nicht so lief. Man hat eigentlich gedacht, okay, jetzt sind wir abgestiegen, muss man ganz klar sagen. Also keiner hat damit gerechnet, dass wir jetzt da einen Sieg nach dem anderen holen. Aber ich denke mal, genau die Position, wo Gisdol hatte und wo er, die liebt er auch irgendwo, weil er war Underdog, er weiß, okay, keiner rechnet mit mir, dass ich gute Arbeit machen kann. Und das gefällt mir und das pusht mich gerade noch mehr. Und ich glaube, das war... Ist das nicht vielleicht dann der Druck gewesen? Vielleicht für... Ich weiß nicht, wie eure Ziele denn waren. Was hat man denn den Bayer Lutzer gesagt? Ja. Einfach Klassenerhalt. Das war das allererste Ziel, genau. Und wenn der Klassenerhalt gesichert ist, kann man immer weiterschauen, wo man sich dann hinentwickelt, ja.
Ja, es kann nur natürlich sein, wenn du jetzt, was meistens in den Fällen ist, egal in welcher Art und Weise des Lebens, wenn du down bist und niemand rechnet mit dir, dann hast du keinen Druck und ja, musst niemandem eigentlich was beweisen und kannst eigentlich die Punkte holen, weißt du? Also in dieser Art und Weise. Vielleicht war das der Unterschied zwischen Gisdol und Bayer Lutzer, was dann am Ende dazu geführt hat, dass er halt machen konnte, was er was will. Was ich auch richtig ausschlaggebend fand, war einfach, dass man gesagt hat, okay, wir gehen jetzt nach Leistung. Jeder fängt bei Null an. Und es gibt ja diese Serie 24/7 FC, die mit DAZN zusammen produziert wird. Und da ist auch sehr gut zu sehen, dass einfach Gisdol sagt, ich habe zu jedem Spieler, jeder Spieler fängt bei mir wirklich bei Null an. Und dann sagt man auch, okay, einen Schaub, den schickt man dann eben nach Hamburg, weil er einfach die Leistung nicht bringt. Es reicht einfach für ihn nicht. Und dann holt man lieber Spieler aus der eigenen Jugend hoch, wie Jakobs zum Beispiel oder Thielmann, die wirklich sehr gute Spieler am Anfang gemacht haben und auch Jakobs allgemein ein sehr guter Spieler ist. Und da merkt man einfach, was im Verein auch möglich ist. Und da waren eigentlich die größten Neuzugänge der ganzen Saison oder auch in der Winterzeit, waren einfach die eigenen Spieler, die eigenen Nachwuchs, weil die haben das Zeug dazu. Und es wurde einfach in der Vergangenheit nie genutzt. Und Gisdol ist einer, der gibt auch den Leuten die Chance und gibt auch die Chance den Spielern, die einfach gut trainieren und sagt, hey, du hast gut trainiert, du spielst. Im Nachhinein fand ich das auch echt krass. Und ja, klar, das kann voll nach hinten losgehen, jetzt. Ja. Ja, klar. Ja, klar. Jetzt, wo wir reden und Köln steht da, wo sie momentan sind, kann man jetzt einfach nur drüber lachen. Aber einen Louis Schaub in die zweite Liga zu schicken, was meiner Meinung nach wirklich als, ja, so die größten, jetzt 25, also Talent vielleicht nicht, aber schon der Vorführspieler für Köln war. Ja, die Leistung kann man jetzt drüber streiten. Aber das kann auch sein, dass es eventuell unter Bayer Lutzer so gelitten hat. Ja, klar. Aber gut, er ist halt in die zweite Liga und hat mit HSV seinen Weg gemacht und ja, Köln hat es auch ohne ihn geschafft. Ich weiß nicht, ihr habt ja nur ihn ausgeliehen, oder? Ausgeliehen. Ja, genau. Aber so wie ich es mitbekommen habe, ist da auch keine Rückkehr irgendwie in Sicht. Also auch von ihm nicht. Von ihm persönlich. Also ihr dürftet ja auch locker was für ihn reinbekommen. Ja, ich denke schon. So günstig ist der auch nicht. Noch Vertrag, also. Ja. Aber lassen wir halt Louis Schaub weg. Córdoba, wir haben am Anfang drüber geredet. 11 Tore in 23 Spielen. Ich glaube, davor hat man ihn den Typen genannt, der nie in der ersten Liga trifft, weil der nur in der zweiten Liga getroffen hat. Und dann hat er auch so Anfang, ja, so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, sage ich mal, Anlaufschwierigkeiten. Und dann ist er durch, also wirklich durch, auch dank Gisdol, bisschen motiviert worden, da vorne was zu machen. Und dann hat er auch die Stürmerposition übernommen. Was traust du dem Jungen noch zu? Also erstmal muss man ja sagen, dass es eigentlich kein klassischer Stürmer ist, wenn man ihn so sieht. Also der rackert ja wirklich überall, gefühlt der ist ja immer überall und der rennt ja, als gäbe es kein Morgen mehr, 12 Kilometer im Spiel. Also das ist schon mal richtig heftig, das ist eine richtige Maschine auch an Mann. Dass es jetzt so lange gebraucht hat, da hätte ich persönlich hätte ihn schon abgeschrieben vor einem Jahr. Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt wirklich, dass er in der ersten Liga sich so gut durchsetzen kann. Aber ich glaube, der Gisdol hat einfach einen großen Anteil dran, weil er zu ihm hingegangen ist und die Kommunikation einfach gesucht hat und gesagt hat, hey, wo fehlst, wir helfen dir und wir schneiden das Spiel vielleicht auch ein bisschen auf dich zu und schon hat man den Erfolg. Ja. Und ich glaube definitiv, dass er auch höher spielen kann, vielleicht bei einem Team, das international irgendwo vertreten ist. Man wird ja sehen, wo es dann hinführt im Endeffekt. Ich glaube, Vertrag ist jetzt aktuell noch so, dass es eine Ausstiegsklausel gibt, meiner Meinung nach, oder läuft sogar aus 2021. Versucht man auch zu verlängern, wird natürlich jetzt umso schwerer. Vor einem Jahr hätte das keiner, oder vor eineinhalb hätte das keiner getraut, den Vertrag zu verlängern. Man wird sehen, wo es endet, aber ich traue ihm einiges zu, auf jeden Fall. Ja. Was macht man denn mit Modest? Weil unter Gisdol spielte doch eigentlich diese typische 4-2-3-1-Taktik mit dem einzelnen Stürmer vorne. Und dann muss man halt auch sagen, der Überraschungstransfer Marc Uth. Ich habe mich auch, kann ich gerne jeden wieder in den Podcast wiederholen, weil ich finde es auch schön, wenn man daneben liegt, das auch zu sagen. Ich lag echt daneben. Also ich dachte, der Typ, ja, warum holt man ihn? Er war verletzt, er hat nie getroffen bei Schalke, seine Spiele waren jetzt auch nicht die besten. Und dann kommt er nach Köln und ja, ist, glaube ich, der beste Zehner momentan für euch, absolut, den man haben kann. Also, damals war es ja auch so, der hat ja bei Hoffenheim gespielt. Und da habe ich mir schon beim FC gewünscht, nur es hat ja an der Ablösesumme gescheitert. Köln war ja nicht bereit, das Geld zu bezahlen für ihn. Ich glaube, es waren irgendwie 5 Millionen im Raum oder so. Und das war für Köln damals oder vor 2 Jahren, glaube ich, eine Menge Geld. Und dann ist er ja zur Schalke gegangen. Und ich habe mir damals schon gedacht, den gebürtiger Kölner, der ist mit Herzblut dabei. Wenn wir es schaffen, den zu holen, der würde bei uns aufblühen. Und ich finde, das ist jetzt einfach das Resultat. Das sieht man, der kommt einfach bei uns viel besser zurecht. Auch vielleicht mit der Mentalität, mit den Spielern, wo viele auch aus Köln kommen. Absolut, absolut, absolut.
Ja, ich glaube auch, dass es daran liegt, dass er unter Schalke ein bisschen untergegangen ist. Waren Ja, ziemlich viele gute absolut, Spieler ja. da, also waren Ja. jetzt nicht nur er. Und dann kommst du halt bei Köln, ja, also jetzt nicht absolut den großen Namen bei Köln und dann bist du halt da und hast auch deine Freiheiten. Ich glaube, das ist das Beste. Freiheit ist ein gutes Wort für dieses Podcast, Digga. Gisdol und Marc-Uth hatten ihre Freiheiten und konnten machen, was sie wollen und deswegen Ja. sind sie gut. Und ich glaube, das ist im heutigen Fußball auch das größte Problem. Man schiebt oder zu viel Druck gegenüber Spielern, Trainern, in irgendwie 3 Spielen direkt 9 Punkte rauszuholen. Und der ist gerade mal seit Tag 1 da und denkt sich so, alles klar, Jungs. Ich habe BVB und Bayern in den ersten 6 Spieltagen, da soll ich da Punkte rausholen. Aber ja, trifft auf jeden Fall sehr gut. Und dann muss man aber wirklich auch weitere Spieler loben. Also man hat Hector und man hat Horn. Horn, der, ja, muss ich sagen, runter und hoch gegangen ist mit euch. Und viele, viele, viele Torhüter als auch Spieler hätten vielleicht nicht diesen Weg runter in die zweite und hoch in die erste. Und er war zu der Zeit auch gar kein schlechter Torhüter und er war schon gefragt bei Definitiv, anderen ja. Mannschaften. Was denkst du, war bei ihm so, warum ist er so bei der Mannschaft geblieben und hat gesagt, nee Mann, ich mach das auf jeden Fall mit, Also egal wo ich es persönlich geht? hätte es nicht gedacht, dass er den Abstieg auch noch mitmacht. Und darum hätte es mich jetzt auch nicht gewundert, sage ich mal, wenn der Timo gesagt hätte, okay, ich will irgendwann mal vielleicht Nationaltorhüter werden. Das war ja auch immer für ihn ein Thema. Er hat da wirklich eine Klasse-Saison gespielt, auch 16, 17 unter anderem. Und war eigentlich ständig konstant. Er hat eigentlich wenig Fehler im Spiel gehabt allgemein. Dann ist er mit runtergegangen und es war einer der Spieler, ich kann mich noch daran erinnern, wo wirklich, das kam wie aus dem Nichts. Also wir waren wirklich letzter Platz abgeschlagen und Timo Horn hat unterschrieben bis 2023. Und das hätte niemand gedacht. Ja, und für alle, der ist Genau, absolut. 26, Also der hat also nicht, dass sich ihr denkt, der komplett ist für den schon weg Verein oder einfach so. verschrieben, lebt den Verein komplett. Und das ist aller Ja. Ehren wert auf jeden Fall. Klar, es hat für ihn natürlich auch in der zweiten Ja, Liga und ordentlich Kritik gehagelt. Es war auch unter anderem ein Torwarttrainerwechsel. Alex Bade wurde, das war der damalige Torwarttrainer, der lange beim FC war, der wurde dann entlassen, sage ich mal. Dann kam ja Andreas Menger, wurde hart kritisiert. Meiner Meinung nach am Anfang auch vielleicht ein bisschen zu Recht, weil der Timo auch stark an Fitness verloren hat. Das hat man gemerkt im Spiel. Er braucht einfach viel länger, bis er unten ist. Ist einfach nicht wirklich bei der Sache, keine Ahnung was da genau lag. Aber jetzt hat er sich wieder gut zurückgefunden, war ja unter anderem auch mal länger weg von sozialen Medien, hat sich da auch komplett distanziert. Da ist es einfach so bei dem, glaube ich, da kann absolut Absolut, legendäre Fußballspieler haben, wo du denkst, was? Der ja. spielt nur bei Köln. Und dann hat er Spieltage, wo du denkst, okay, genau deswegen ist er jetzt nicht ja, Torhüter beim Ja, DFB oder so, weißt du? Da gab es ja große Patzer auch und aber ich glaube, das ist auch so, mit 26 ist auch jetzt so mittlerweile ein Alter mittlerweile angelangt, wo man die Reife dann auch bekommt zu spüren. Ich glaube, die Torhüter sind sehr, sehr stark zu unterscheiden zwischen den Feldspielern. Du kannst keinen Torhüter, der irgendwie Mitte 20 ist, mit einem Mitte Nein, auf 20 keinen Feldspieler Fall. vergleichen. Mitte 20 als Feldspieler bist du irgendwie der große, erfahrene. Und bei den Torhütern, Timo Horn, ich glaube, der hat noch gute 10 Jahre zu spielen, Alter. Ganz Ja. locker. Also, würde mich nicht wundern, wenn er immer noch Mitte 30 bei Köln im Tor steht. Also das nicht. Und der andere Jonas Hector, das habe ich auch absolut nicht Nee, geglaubt, dass das er hätte ich ja runtergegangen ist absolut mit nicht euch. gedacht. Ja, ich glaube, Dortmund Ja, war es Dortmund war damals, stark ne? Wo er interessiert. hingehen Ich glaube, sollte. im Ausland auch noch was. England oder so die Richtung. Ja. Ja, aber das waren Signale, da wussten wir, okay. Da hatten wir als Fans auch das Gefühl, wo wir abgestiegen sind zum Beispiel. Wir sind ja wieder in Freiburg abgestiegen, als hätte es der Zufall so gewollt. Und da standen wir und ich weiß noch, ich war dort, er stand auf der Tribüne. Wir hatten das Gefühl, wir kommen zusammen wieder hoch. Und dieses Zusammenhaltsgefühl, Ja, aber und so schnell kommt das wieder hoch? ja, Hast das du es war auch ein Muss, geglaubt? aber ich hätte nicht gedacht, dass es gleich im ersten Anlauf funktioniert, weil da wirklich auch viel, viel Zeug passiert ist dazwischen. Und wenn man gedacht hat, okay, Markus Anfang hat auch seine Probleme und so weiter und so fort. Ja. Aber es hat im Endeffekt alles ganz gut gepasst. Aber wie gesagt, es hat einfach ein Zusammengehörigkeitsgefühl gegeben, was man einfach so, was ich noch nie so gespürt habe. Man stand auf der Tribüne und hatte das Gefühl, Timo Horn hat geweint beim Abstieg. Da merkt man, das ist Ja, Emotion also pur. die Und da wussten Szenen die waren Spieler, einfach okay, wir sehr, geben es ja. euch zurück. Und wir Fans wussten, wir geben alles und die Mannschaft steigt wieder auf. Das war ganz klar. Da keiner eigentlich wirklich Zweifel daran gehabt, ja. Ja. Ich bin aber gespannt. Also wirklich, ich war auch recht baff und der Typ ist ja jetzt mit dem ja fast 30. Also der kann auch noch ein paar gute Jahre bei Köln haben. Und was mich halt dann wundert, wie vielleicht Gisdol
und Held es schaffen können, vielleicht in der Zukunft, um diese Spieler vielleicht eine gute Mannschaft aufzubauen. Ihr habt jetzt Ud bekommen und ihr habt ein paar Spieler, die sich auch in der Saison gut gezeigt haben. Zum Beispiel Bono, ganz also, vor, Alter. Richtig guter Spieler. Also, bei aller Liebe, Digga, wie wollt ihr den halten? Das ist mein Geheimnis. Ich weiß es selber noch nicht so ganz. Der ist 21 und der Abwehrchef schon bei euch. Ich dachte schon, belgischer U21-Nationalspieler, definitiv interessant. Am Anfang hat er so ein bisschen seine Problemchen gehabt, Sachen Aufbauspiel und Ballannahme und so weiter und so fort. Aber ja, aber Digga, der ist Jahrgang 99, Spieler. Alter. Ich bin 94er Jahrgang, das bist du? Ja. Alter, der heftig, ist zwei Jahre älter wie du, also. Und Digga, fünf Kopfballtore in der Saison, echt heftig, das sagt, glaube ich, auch echt schon heftig. Oder fünf Tore, glaube ich, bis jetzt. Und dass das Abwehrspieler innenverteidigt ist, ist schon heftig auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie man den hat. Und du hast Jakob zum Beispiel auch erwähnt. Ja. Der dann noch reingekommen ist aus der zweiten. Also ihr habt schon Namen eigentlich bei euch, die man aufbauen kann. Ne? Also und ich denke, da kommt auch noch einiges nach. Was muss passieren? Wie kann man diese Mannschaft zusammenhalten? Es wird schwierig. Also ich weiß nicht, vielleicht muss man auch irgendwo sagen, okay, wir verkaufen jetzt einen, da bringt uns vielleicht wieder ein bisschen Geld rein. Aber ich denke, das Allerwichtigste ist einfach, dass die Spieler den Verein leben. Und wenn die Spieler den Verein leben, dann sagen sie auch, okay, wir sind auch bereit, vielleicht nochmal ein Jahr länger hier zu bleiben. Wenn man das ja damals zum Beispiel bei Mario Götze gesehen, wo er damals halt zu Bayern gegangen ist, das war einfach vielleicht einfach ein erster Schritt vom zweiten, sag ich mal. Und der zweite Schritt vom ersten, so. Digga, also ich hab dem BVB-Fan auch gesagt, wäre Götze nicht zu Bayern gegangen, wäre er einer der besten Spieler Europas geworden. Also, das war der größte Fehler, den man machen könnte, nur wegen fucking Pep Guardiola dorthin zu gehen. Also, ich habe noch diesen scheiß Bullshit gehört, wegen einem fucking Trainer einen Verein zu wechseln, wo du denkst, und dann hat alles zusammen, weißt du, es war ja alles dann das Ende. Klopp geht, Götze geht, dann aber Lewandowski, ciao. Also, es war wirklich das Ende aller Ende, weißt du, aber gar keinen Sinn. Irgendwie jemand vom sinkenden Schiff abgesprungen, sozusagen. Aber es gar kein, also wäre echt nicht schlecht, glaube ich, wenn man auch, wie du sagst, einen Spieler verkaufen könnte, der dann Geld reinbringt und dann quasi die Mannschaft im Gesamtpaket verbessert, weil wie die Mannschaft zusammenspielt, und das hat man auch Spiele gesehen, wie zum Beispiel gegen Schalke, er hat 13-0 weggehauen, Alter, das hat auch keiner geglaubt, dann irgendwie, dass das so schnell geht. Genau, also da muss ich einfach sagen, also Bono, alle vor, auch Ezebue, klar, also gibt es auch noch einige Spiele, die man da nennen sollte. Jetzt sind wir ja angelangt, dass die Bundesliga eventuell weitergeht, ne? Also es wurde ja entschieden, dass es wahrscheinlich direkt im Mai losgehen könnte. Wir bleiben einfach mal gespannt. Klar, für dich ist für mich richtig scheiße, dass da eben nichts ist. Du kannst dich deine Kölner anschauen, ich kann allgemein kein Fußball anschauen, egal was. Aber was hast du eigentlich gemacht, Digga, in der Zeit? Also du schaust nicht wahrscheinlich dein Wappen hinten an die ganze Zeit und denkst so, man läuft ich schaue eigentlich viel Netflix. Ernähre mich so ein bisschen von Serien. Das kam jetzt auch, witzigerweise, gestern kam ja Sunderland Tilladei, ich weiß nicht, sagt ihr das was? Das handelt ja über Sunderland, praktisch über den Verein. Ist eine Netflix-Serie, wirklich mega interessant, kann ich echt empfehlen. Da ist man richtig tief drin, kriegt Transferperioden mit, wie man in der letzten Sekunde Spieler verpflichtet, etc. Also wirklich sehr, sehr spannend. Ja, und sonst halt zu Hause bleiben. Aber hast du dann das letzte Spiel, Geisterspiel mitbekommen? Auch irgendwie, aber du warst jetzt nicht vor Ort, gar nicht, versucht oder so zu gehen, gell? Ich saß also da war ja kein Kölner da, ne? also die erste, was soll man machen? Aber gegen Ende war es auch besser. Also zweite Halbzeit war unterhaltsamer. Und es war auch so ein knappes Ding. Ich hätte jetzt nicht gesagt, dass Köln ganz untergeht in dem Spiel. Mein Tipp war auch 2-1 für Gladbach, weil ich halt diese Heimvorteil gesehen habe, aber ich habe nicht gedacht, dass es ein Geisterspiel geendet wäre. Ich habe gedacht, noch mit Fans und so weiter. Tag davor oder so, 2. Ja. Wie findest du denn allgemein jetzt, wenn die Saison weitergeht, auch wegen Geisterspiele, dass die Fans draußen bleiben müssen und ja am Ende halt nur noch vor der Glotze die letzten also 9 Spiele faktisch, anschauen müssen? Das wird jetzt alles nicht so schnell vorbei sein. Und wenn der Kompromiss halt lautet, okay, wir gehen jetzt halt die Geisterspiele ein, wir müssen jetzt halt einfach da durch, sage ich mal, weil einfach Menschenansammlungen einfach nicht möglich sind bei Veranstaltungen, bei Fußballspielen etc., dann nehmen wir das halt auch in Kauf, weil ich denke, für die Clubs wird es auch ein riesen wirtschaftlicher Faktor sein, die Saison zu Ende zu spielen oder nicht. Ich glaube, ich habe heute gelesen, Alexander Werle von Köln hat ja gesagt, 1,8 Millionen gehen pro Spieltag denen praktisch verloren. Das wären jetzt so über 10 Millionen, die denen praktisch fehlen. Absolut, also
Da ist, glaube ich, Köln auch, ich weiß nicht, so Ja, auf Niveau genau. Ja. SC Ich Freiburg auch glaube, Platz 12 unterwegs. oder so, TV-Geldtabelle, war auch schon mal höher, aber durch den Abstieg wieder runter. Ich denke, bei den Erstligisten wäre es kein so ein Riesenproblem, aber ich denke, bei der dritten oder vierten Liga wird es richtig hart. Ja. Okay. Ja, und die restlichen Spiele jetzt direkt nach diesem Derby-Niederlage geht es ja eigentlich gegen auch so einen Karnevalsverein Mainz. Ja, Da kommen auch noch gute Spiele eigentlich auf euch zu. Jetzt Düsseldorf, Mainz. Das schwerste Spiel, ich mag jetzt zwar RB Leipzig sagen zu Hause, aber ich glaube eher so Richtung Werder Bremen, letztes Spiel auswärts vielleicht, wo man dann sagen muss, okay, oder Leverkusen auswärts, wo dann es um Champions League oder Abstieg geht. Aber wie realistisch ist denn für dich, welche Tabellenkonstellation ist für dich denn am Ende realistisch? Ich mag das jetzt fragen, kann Europa noch stattfinden? Also ich Bitte. glaube, der siebte Platz würde ja auch reichen, oder? Wenn einer der ersten vier, glaube ich, selber, oder der ersten fünf. Das ist eine gute Frage, Digga. Da Ich hätten wir glaube, wenn einer gerne der jetzt mal einen ersten fünf Experten hier selber bei den uns, Pokal gewinnt, also in dem Fall, glaube ich, der FC ne? Bayern, dann wäre ja Platz sieben auch in Okay. der Europa League Qualifikation zumindest. Ah, dann, genau, dann ist für euch aber Ja, Quali Quali wäre jetzt nicht angesagt. so Also ihr schön. müsst euch dann nochmal im Spiel Ich beweisen. bin mal so, ich sag's mal so, ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn wir einfach die Saison nochmal 9. Platz, 8. Platz, direkt jetzt wieder Europa, ich glaube, das wäre jetzt einfach wieder ein Schritt zu schnell. Haben die Ah, Fans ich auch glaube, man hat schon Angst daraus mittlerweile gelernt, so? aber Nein, Mann, nicht direkt nach dem. ich meine, man steht beim Spiel, keine Ahnung, man führt 1-0 gegen Leverkusen zum Beispiel, und da Gisdol das erste Spiel, man führt Ja. 1-0, die Fans singen von Europa, dann keine Ahnung, wieder schlechte Aktion oder in einem anderen Spiel bekommt man den Ausgleich. Schon wieder zweite Liga macht uns gar nichts. Also das sind Welten. Da spielt man in einem Spiel praktisch von der Champions League bis in die zweite Liga runter. Und da muss man echt schauen, dass man jetzt, und ich glaube, Ja. das macht doch Gisdol und hält ganz gut, dass man dann den Ball flach hält. Und wenn man es jetzt halt schafft, sich zu stabilisieren und vielleicht Platz 8 oder Platz 9 und nächstes Jahr vielleicht nochmal mit neuen Mitteln anzugreifen, was jetzt natürlich der Fall sein wird, ob es mit Corona klappt, ob man da wirklich finanzielle Mittel nochmal mehr hat. Das wird echt die harte Das wird die Frage. Frage, Alter. Ich glaube, im Sommer Da wird wird man es fast halt nichts sehen, zusammenkommen. Also, ich ja. glaube, Watzke war das, der gesagt hat, ja, Dortmund im Sommer wird Ja. wahrscheinlich maximal ein Spieler holen können oder so, weil es finanziell für viele Mannschaften gar nicht möglich ist. Ob jetzt ja, ein großer Verein dann herkommt und sagt, Ja, alles ja, ja. klar, Bono nehmen wir es trotzdem mit und Köln sagt, ja, die 20 Millionen nehmen wir dann liebend gern oder sowas. Ja, das kann sein. Das kann sein, aber ich weiß jetzt nicht, ob ihr arg viel mehr Spiele holen könnt. Deswegen war meine Frage vorhin, ja, wie schafft man das halt jetzt wirklich mit der Mannschaft zusammenzubleiben, für die nächste Saison anzulaufen? Weil man muss auch sagen, Köln ist kein einfacher Verein zu trainieren Definitiv. als Trainer. Es ist ein schwerer Verein. Du hast die Fans, die natürlich sehr launisch sind und gerne auch, ja, nicht immer dieses Kopfschmerzgeficke haben möchten und ganz ein Ja. Abstieg und dann sind wir hier und dann sind wir da, sondern vielleicht mal einfach im Mittelfeld etablieren. Und das kann auch natürlich auch die große Aufgabe für den Ja, Trainer sein, absolut. da Ja, Köln zu ja, ja. trainieren. Aber ich Weißt glaube, das du? ist schon ein Das ist halt auch Riesenvorteil eine von Sache. Gisdol, weil der einfach schon so viel mitgemacht hat. Wie gelassen der war, wir waren auf dem letzten Tabellenplatz. Das ist doch der typische Trainer, glaube ich, der immer Ja, jeden vom Abstieg so nach dem gerettet hat, Motto, wo ne? der schon So. ankam, wir waren auf dem letzten Tabellenplatz. Da hat es eben auch in der 24-7 FC in der Doku hat es eben auch gesagt, so nach dem Motto, ja, gar kein Problem, wir rocken das Ding so. Das hat den gar nicht interessiert, das hat den komplett kalt gelassen. Und da merkt man halt, der hat einfach Erfahrung. Und ich glaube auch, dass er dann den Ball flach hält und dass man dann eben schauen, dass wir das solide beenden. Und klar, bei Europa wäre nice to have, aber ich glaube lieber mal solide drin bleiben und vielleicht nächstes Jahr angreifen oder je nachdem, wie sich es halt ergibt. Aber du hast auch keine Angst, dass der jetzt zum Beispiel, ja, der hatte ja auch die typische zweite oder dritte Saison, weiß nicht, weil bei dem gab es ja auch Phasen, wo der halt wirklich Ja, reingekackt hat. es bleibt jetzt Also, halt die Frage, ja. du hast jetzt nicht Angst, dass das nächste Saison vielleicht eventuell doch ein schlechter Start und dann, ja, fangen die Fans wieder zu sagen, na, was soll der jetzt, der Scheiß wieder? Und es geht halt wieder los, Wir ne? hatten schon so viele Trainer, die gute Phasen hatten, und Weiß ich nicht, wie glaube ist jetzt das nicht, bei dass Gisdol Gisdol? der ist, der jetzt die nächsten 1000 Jahre bei uns bleibt, so gefühlt. Es wird sicher wieder eine Eben. Phase kommen, wo wir ein paar Spiele verlieren oder wo allgemein, wo es einfach schlecht läuft. Aber ich denke, unterm Strich Ja. sind wir jetzt mittlerweile auch im Verein und mit dem neuen Vorstand, den wir auch haben, der wirklich schon auch schon sehr viel mitgemacht hat und das immer begleitet hat von außerhalb auch. Wir sind jetzt, glaube ich, als Verein auch so gewachsen, dass wir das alles so einschätzen können und dass wir so sagen können, okay, wenn wir eine Krise haben,
dann sind wir nicht so, dass wir direkt bei der ersten Niederlage oder bei der zweiten Niederlage eine Krise aussprechen öffentlich und dann direkt den Trainer entlassen, sondern schauen wir erstmal, wie wir das gelöst bekommen, wo das Problem einfach im Endeffekt auch liegt. Und ich glaube, ein riesiger Vorteil, wo Köln einfach auch helfen kann jetzt im Sommer, wird der eigene Nachwuchs sein. Weil wenn man sieht, die U19 ist wirklich bombenstark. Also die ist erster Platz noch vor Dortmund in der Bundesliga West. Da sind sicher 3, 4, 5 Spieler dabei, die man locker über die nächsten 2, 3 Jahre in der Bundesliga etablieren kann. Und man hat es ja auch schon zum Teil gesehen, wenn das jetzt halt immer sowas nachkommt und wenn die gute Jugendarbeit sich jetzt auszahlt, dann kann das in so einer Krise ein brutaler Vorteil sein. Ja. Ja, das sieht man auch am Fußball. Also ihr habt ja einen Durchschnitt von 25, euer Altersdurchschnitt. Also wenn du vor 5 Jahren guckst, wäre der nicht bei 25 gewesen, so weißt du. Und der Fußball wird immer jünger und jünger und jünger. Und wie du sagst, also ich habe das auch ein bisschen verfolgt mit der Jugend. Und die waren ja auch in der A-Jugend zum Beispiel gegen Youssoufa Moukoko und so, wie die da gewonnen haben. Ja, da sind schon einige gute Kicker am Start. Das ist halt dann auch wieder, was du sagst, wie bindet man die dann halt in der ersten Mannschaft mit ein? Wie schafft das zum Beispiel ein Gisdol oder ein Horst Held, jetzt nicht unbedingt in den nächsten 4 Jahren, sondern in den nächsten 2 Jahren vielleicht eine Chance zu geben und da reinzukommen? Siehst du auch das der wichtigste Faktor als in der nächsten Saison oder würdest du sagen, in der nächsten Saison sollte man dann lieber auf das hier aufpassen oder auf das Also ich glaube, wir würden uns echt mal gut damit tun, wenn wir schauen, was haben wir für Leute im Verein, was haben wir für Nachwuchsspieler, was haben wir für Spieler, die vielleicht uns auch für die Zukunft helfen können. Und wenn wir das mal so rausfiltrieren, ich glaube, dann kann man bestimmt 2, 3 mindestens dann nehmen und sagen, hey, die können uns vielleicht sogar weiterhelfen. Und dieser Jakobs, denke ich mal, ist auch das beste Beispiel. Der war ja nichts am Anfang der Saison. Der hat, glaube ich, irgendwie in der A-Jugend oder zweite Mannschaft oder so gespielt. Ich glaube, A-Jugend war es noch. Und er hatte keiner so auf dem Zettel, dass der jetzt mal so durchstarten würde. Und das beweist einfach, dass wir gar nicht immer auf extern zurückgreifen müssen und viel Geld liegen lassen müssen und dass wir vielleicht sogar mal schauen können, was haben wir intern. Denn es ist einfach auch so, dass wir in der Vergangenheit den eigenen Nachwuchs komplett vernachlässigt haben. Also es kamen wirklich, alle Transfers kamen eigentlich immer von auswärts für viel Geld. Und einen Nachwuchsspieler zu holen und mal zu schauen, was haben wir selber im Ding. Das gibt natürlich auch für andere Nachwuchsspieler immer wieder dann auch die Hoffnung, hey, ich kann es schaffen. Und vor allem auch unter Gisdol, der gibt mir die Chance. Und ich kann es wirklich schaffen in die erste Mannschaft. Da gehe ich hin zu Köln, da gehe ich dann nicht zu, weiß ich was, wo ich ja weiß, okay, ich habe eine realistische Chance auch auf die erste Mannschaft. Das ist sehr wichtig auf jeden Fall. Gerade für so einen Verein wie auch Köln, die jetzt nicht in finanziellen Mitteln schweben und auch nicht oder schwimmen, sag ich mal, und auch nicht, gerade in der letzten Saison haben wir jetzt, oder diese Saison in der letzten Transferperiode im Sommer haben wir jetzt auch sehr, sehr viel Geld liegen lassen und tief in die Tasche gegriffen und das könnte sich jetzt eben auch wieder rechnen, mit dem ganzen Corona jetzt. Ja, das ist so heftig. Und dank Corona, wollte ich sagen. Ich glaube, Corona lehrt uns jetzt wirklich einige Sachen. Also ich glaube, da werden ganz viele Vereine auf ihre Jugend mal zurückgreifen. Weil das fand ich halt das Riesenproblem, was wir momentan haben. Immer mehr Transfers. Aber niemand realisiert, und so Jadon Sancho, das ist das beste Beispiel, Digga. Wie konnte Man City nicht in seinen eigenen Reihen dieses Talent aus den Händen geben? Wie geht das? Du hast der wohlhabendste Verein, einer der wohlhabendsten Vereine der Welt, ne? Mit so viel Geld, die sie haben, also müssen sie die besten Scouts und haben und die besten Trainer. Und dann entwischt ihn so ein Talent. Der geht nach Dortmund und wird dann 120 Millionen Euro wert, Digga. Also, das ist halt, was ich immer sage mit, hey, schaut doch mal auf Jugend. Das kann ja nicht sein, dass wir keine Jugendspieler mehr haben. Und wenn das klappt, dann bin ich mal echt gespannt, wie weit Köln vielleicht in nächster Zeit und in den nächsten Jahren geht. Weil, hey, Köln, das gehört einfach in die erste Liga. Nee, das muss wirklich. Also, alles andere... Ich war einmal im Stadion jetzt zum ersten Mal, also ich war echt baff. Also das war das Spiel gegen, da habt ihr gewonnen auf jeden Fall. Gute Frage, gegen wen das war, Alter. Es war auf jeden Fall ein Heimspiel. Ah, okay. Ja, da war ich sogar Freiburg, auch da, genau. Ja, 4-0. 4-0, Alter. Ja, doch, klar. Nein! Alter, 4-0, ich war voll baff, Digga, und jedes Mal auch Kölle, Alaf oder sowas, gell? Also mega, mega geil auch die Musik. Ich weiß nicht, was war das beste Spiel für dich diese Saison? Oder wo warst du denn? Und das war also ich war schon bei einigen Spielen diese Saison. Also das allergeilste Spiel, womit ich niemals gerechnet hätte, war das in Frankfurt. Also ich war unter der Woche in Frankfurt.
Ah, und man muss sich so vorstellen, wir kamen schon viel Junge, zu spät. Irgendwie, wir haben keinen Parkplatz gefunden, es war einfach eine reine Katastrophe. Ich habe noch gearbeitet am Mittag und sind dann direkt zum Spiel gefahren. Haben ewig keinen Parkplatz gefunden, sind dann viel zu spät irgendwie zum Spiel. Ich glaube, 2-3 Minuten oder so haben wir schon verpasst. Sind da reingesprintet und ich lauf rein in dieses Stadion. 1-0 Frankfurt. Und ich dachte mir, nein, es kann jetzt nicht wahr sein. Jetzt gehen wir hier in Frankfurt runter. Und dann 2-0. Und dann war, oh Gott, nee. Ja. Gästeblock sowieso nur halb voll, weil keiner hat da wirklich Bock gehabt unter der Woche. Und dann holt man natürlich ein 4-2 auswärts. Ja. Das war halt für mich absolut krank. Hätte ich nicht gedacht. Und das war ja auch erst ein 2-2 bis zur 80. Und dann Ismail und Jakobs halt gegen Ende, weißt du? Und dann alle so, Frankfurt verliert zu Hause gegen Köln? Und so, what the fuck? Also das müsste, im Auswärtsblock extrem geil gewesen sein. Übel heftig. Das sind halt die geilen Spiele, wo ich immer denke, fuck, Mann. Andererseits kannst du auch andersrum laufen. In Frankfurt gewinnt das halt easy 2-0. Langweiligste Spiel ever. Eben, so und so. Henry hat mich extrem gefreut, Alter, dass wir hier reden konnten über den Köln, ersten FC Köln. Freue mich auch vielleicht, dich in Zukunft mal im Stadion zu sehen oder so, vorm Stadion. Kannst du mal lieben gern vorbeikommen. Und dann reden wir dort weiter. Leute, ich glaube, das bleibt nicht mehr zu sagen, als wir sehen uns in den Kommentaren. Ihr seid dran. Eure Punkte, die wir vielleicht verpasst haben, hier anzusprechen, zu erwähnen. Was gab's noch Wichtiges in der Saison, was passiert ist? Wo fandet ihr vielleicht der Unterschied zwischen Gisdol und Bayer Lotzer? Was hat der eine und der eine besser oder schlechter gemacht? Oder ist es vielleicht wirklich die Kombination Horst Held und Gisdol? Das war Köln. Letztens war Dortmund und als nächstes, lass mich nicht lügen, aber ich meinte, würde der SC Freiburg tatsächlich drankommen. aber nicht mit Henry, nein. Ja, genau. Wir machen ganz kurz Trikot-Swap, Alter. Swap mit dem Banner auf einmal ganz kurz packt der SC Freiburg raus. Nee, ich werde natürlich so gut es geht alle 18 abdecken. Wenn es klappt, wenn nicht, dann seid mir nicht böse, aber... Danke, Henry, Alter. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Seid auch, sagt Grüße an Henry hier, Alter. Weiß nicht, was du hast. Also ich mache für den Verein, mache ich sowas, Instagram. Betreue ich das ganze Instagram. Der Verein hat SC Pfullendorf. Wir heißen auf Instagram sc.pfullendorf. Wenn ihr uns da folgen würdet, das betreue ich und da haue ich sehr viel Herzblut rein. Wäre sehr, sehr, sehr cool. Also auf geht's, Alter. Geht hin. Vielen Dank. Also Leute, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.